Raupenstein und Paulinchen. Und wir haben heute natürlich den vierten Teil der Kobi-Titanic. Heute kommt das Finale. Jawohl. Heute schaffen wir es endlich, die fertigzustellen. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe gedacht, ich stelle sie wieder genauso hin, wie sie beim letzten Mal war. Dann kann ich hier vor euch direkt die Plates vorbereiten und dann draufsetzen. Ich denke mal, das ist besser, als wenn ich die jetzt hier hinten vorbereite, ihr kaum was seht. Und dafür dann aber das Draufsetzen seht. Ich denke mal, das so rum sieht besser aus. Machen wir jetzt einfach so. Wir haben hier den 10. Bauschritt. Auf geht's. Jetzt kommen die Oberdecks in Bauschritt 10 und 11. So. Achso, ich habe irgendwie versehentlich verblättert. So. Teller. Ja, ich würde sagen, das machen wir im Schnelldurchlauf. Geht gleich los. So Leute, ich habe den 11. Bauabschnitt abgeschlossen und was soll ich sagen, mir ging gerade ganz schön die Düse, weil ich an einer Stelle nicht aufgepasst habe. Und zwar hier oben, an der Stelle, da sitzt eine Fliese längs und drei solche Modified 1x1 nach oben. So, und als ich das gebaut habe, bin ich irgendwie spontan davon ausgegangen, zwei auf der Seite, zwei auf der Seite. Und habe verzweifelt nach dem vierten gesucht. Alle Tüten durch, unterm Boden, überall, weil mir ist eigentlich nichts runtergefallen. Das hätte ich sofort mitbekommen. Was runterfällt, hebe ich sofort wieder auf. Und dann gucke ich nochmal in die Anleitung und dann kommt da einfach nicht so ein Scheißteil hin, sondern da kommt eine Fliese hin. WTF. Und ich suche die ganze Zeit und mache voll die Panik und komme voll ins Schwitzen. Ja, egal. Ja, hier vorne hat das gut geklappt mit dem Umbau. Dadurch sind jetzt hier ein paar Teile übergeblieben. Wobei ich sehe, hier ist eine hellgraue Fliese übergeblieben. Ich glaube, das ist nicht richtig. Die muss bestimmt dorthin, oder? Wetten, die habe ich da übersehen. Mal gerade gucken. Nee, da kommt die nicht hin. Okay. Ah, nee, da sitzt eine. Da kommt die hin. Das dachte ich mir, dass ich die übersehen habe, aber sonst habe ich alles. Weil die müssen überbleiben, die drei hinten. Denn das ist ja die Geschichte, die ich da umgebaut habe. Da kommt die Kuppel drauf. Ja, so schaut das Ganze jetzt oben aus, das Oberdeck. Die Ösen sind dann alle zum Festzurren der Schornsteine, der Kamine. Das heißt, Kamin sind ja eigentlich nur die ersten drei. Der vierte ist ja eigentlich nur Deko. Lüftungsschacht. Ist kein Kamin. War. Ist ja sowieso nicht. Ach ja, und noch eine Info, für die, die vielleicht viele nicht wissen. Dieses Schiff hätte niemals die Jungfernfahrt antreten dürfen. Das war schon der erste Fehler, warum es untergegangen ist. Denn es gab auf dem Weg von der Werft zum Startpunkt ein Feuer hier unten an der Stelle im Kohlebunker 5. Und dieser Kohlebunker ist richtig in Flammen aufgegangen. Da waren Hitze gerade von 500 bis 1000 Grad drin. So, jetzt kann sich jeder ausmalen, was Stahl macht bei dieser Hitze. Und dieses Feuer war nicht nur ein paar Stunden da, es war 10 Tage da. 2 Tage bevor sie untergegangen ist, wurde dieses Feuer erst gelöscht. So, und da hat sich hier unten so viel verzogen, die Schotten konnten nicht richtig dicht machen. Das war der übelste Grund, warum das Viech untergegangen ist. Nur so für die, die es nicht wissen. Viele haben das vielleicht mitbekommen, aber manche vielleicht nicht. Deswegen dachte ich, ich erwähne es einfach nochmal.
Ist jedenfalls richtig heftig. Und von diesem Feuer wusste man, man hat es aber verschwiegen. Man hat es einfach nur unter den Teppich gekehrt, weil man unbedingt diese Jungfernfahrt starten wollte. Ja, und dann kamen noch ganz andere Sachen, ne? Eisbergwarnung ignoriert, später den Funk dann für private Zwecke genutzt, statt für die wichtigen Zwecke. Also es waren zig Fehler, die gemacht wurden, und nur einer davon, der nicht passiert wäre, und das Ding wäre nicht untergegangen. Genauso, das hätte niemals ausweichen dürfen, das Schiff. Hätte frontal auf den Eisberg treffen müssen. Dann wäre es niemals untergegangen. Hier vorne wäre zwar alles kaputt gewesen, aber da vorne lebt niemand. Krähennest hätte man vorher leer machen können. Die hätten vorher von da hier flüchten können. Sonst wäre hier nichts gewesen. Dann wäre hier vorne Wasser reingelaufen. Hier wären die Schotten dicht gewesen. Und ja, aber dadurch, dass von hier bis hier die Seite komplett aufgerissen war, ja, dumm gelaufen. An der schwächsten Stelle hat der Eisberg zugeschlagen. Und noch dazu, ebenfalls ein Fehler, warum die hätte niemals auslaufen dürfen. Die Nieten hier vorne waren fehlerhaft. Die waren teilweise mit Hand geschlagen und ja, waren damit nicht wirklich stabil und drohten leicht zu brechen. Jetzt durch das Feuer natürlich noch leichter zu brechen. Und ja, so führte eins zum anderen. Ich könnte noch ein paar Sachen aufzählen, die fehlerhaft gewesen sind. Wie gesagt, der Funk wurde ignoriert. Sie war viel zu schnell unterwegs. Zig Faktoren, die da mitspielen. Das Ausweichen hätte nicht passieren dürfen. Wenn sie hätte ausweichen dürfen, hätte sie niemals die Maschinen stoppen dürfen. Denn dadurch, dass die Maschinen gestoppt haben, konnte hinten das Ruder in der Zeit nicht bewegt werden. Das Ruder wird nämlich mit den Maschinen gesteuert. Denn hinten am Ruder sind eigentlich, das sieht man hier jetzt nicht, kommt vielleicht noch, eigentlich müsste es ja noch kommen. In der Mitte kommt noch das Ruder und da kommt noch eine Schraube hin. Und diese Schraube hat das Ruder gesteuert. Und wenn diese Schraube sich nicht dreht, weil wenn die Maschinen stoppen, funktioniert auch das Ruder nicht. Das heißt, in dem Moment, wo die Maschinen gestoppt haben, war sie steuerunfähig. Und das kurz vor der Kollision. Kann man sich dreimal ausmalen, dass das nicht gut geht. Ja, und so führte eins zum anderen. Es waren so viele Faktoren, 8 oder 9 Fehler, die gemacht wurden. Und nur einer davon, der nicht gemacht worden wäre. Und dieses Unglück wäre niemals so extrem gewesen. Weil selbst wenn die Schotten vollgelaufen wären, es hätte hier dicht gemacht. Es hätte hier dicht gemacht. Aber diese hier konnte nicht mehr dicht machen wegen dem Feuer. Weil da alles verzogen war. Und dadurch war es zu viel. Und noch dazu, ein weiterer Fehler, waren die Gäste in Schuld. Denn hier unten, wo jetzt alles nicht angedeutet ist, sind ja überall Bullaugen gewesen. Ja, und was haben die Gäste gemacht in der Panik? Erstmal Bullaugen aufgerissen, rausgeguckt, weil sie alle neugierig waren. Ja, und was haben sie dann gemacht? Wurden an Deck geschickt, haben die Bullaugen alle offen gelassen. Wären nur die Hälfte der Bullaugen, die offen waren, geschlossen gewesen, wäre sie so langsam noch gesunken, dass die Rettungsschiffe rechtzeitig da gewesen wären. Auch das ein großer Faktor, warum sie so schnell unterging. Schnell in Anführungsstrichen. Sie hat sich ziemlich lange gehalten für die ganzen Fehler. Aber sie hätte tatsächlich noch länger schwimmen können. Weil sie hatte eine starke Beschädigung hier vorne, ja. Aber die haben die Schotten geregelt. Die schwache Stelle hier hinten, die wäre nicht weiter tragisch gewesen, wenn diese eine Schotte nicht dicht gemacht hätte. Richtig dicht gemacht hätte, hier unten drunter. Wenn das Feuer nicht gewesen wäre, kein Problem. Aber alleine mit dem Feuer hätte sie schon nicht auslaufen dürfen. Das war schon eigentlich gegen die Regeln, gegen das Gesetz. Aber gut, ändern kann man daran jetzt nichts mehr. Aber es ist dann tatsächlich noch ans Tageslicht gekommen, da man durch verschiedene Messungen festgestellt hat, dass hier unten alles durch Feuer verzogen war. Wie gesagt, viele wussten es nicht. Ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Und dann widmen wir uns jetzt dem Bauschritt 11. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geplappert. Sorry. Aber wenn ich einmal im Fluss bin über Sachen, die ich ja auswendig lernen musste, ihr könnt es vielleicht verstehen. Dann muss man das irgendwie mal erzählen.
ich habe jetzt alles auf meine Tellerchen verteilt und was soll ich sagen? Bin begeistert. Wieder ganz viele Bügelperlen und ganz viele Bruchsteine. Ich liebe Bruchsteine. Da bin ich genau wie Thorsten. Das macht einfach so einen Spaß. Da hinten sind noch mehr Brus. Ja. Und hier haben wir seitlich bedruckte Plates. Jo. Sind wir mal gespannt. Weiter geht's. So, bei Bauschritt 391 haben wir dann das letzte Deckstück gesetzt. So schaut es jetzt aus. Und der nächste Schritt sind dann jetzt die Schornsteine. Dort werden dann auch die bedruckten Plates benutzt. Ja, das machen wir jetzt als nächstes. Aber einmal wollte ich gerade noch zeigen, wie schön das funktioniert hat jetzt. Es war ein bisschen umständlich, klar. Ist ja anleitungstechnisch nicht so vorgesehen. Normal hat man hier durchgehend die Platten sitzen. Und ich musste hier halt stückeln, sodass ich das Teil hier rausnehmen kann. Und das funktioniert jetzt wunderbar. Und es fällt nicht auf. Hier sitzt das Akkustück und das kann ich einfach so rausholen, ohne dass es stört irgendwie. Und ja, wenn es drin sitzt, fällt es gar nicht auf, dass es da ist. Es sei denn, man guckt hinten schräg, da ist es dann jetzt halt dunkel statt weiß. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten fällt das Ding nicht auf. Und wie gesagt, einfach zu entnehmen. Ich habe nämlich tatsächlich extra einen schlechten Stud genommen von Lightstex. Dieser 2x2, er leitet super, hat aber keine Klemmkraft. Und das ist ideal, weil damit kriege ich den hier reingesetzt. Er leitet super, aber Klemmkraft ist null. Brauche auch nicht, er wird ja von den anderen rundherum gehalten, der Akku. Und dadurch ja, kommt er nicht mit raus, wenn ich den abziehe. Und selbst wenn er mit rauskommen würde, ja gut, dann habe ich den noch dranhängen. Der da drunter kann nicht raus, weil der ist länger. Also, das ist ideal gelöst. Und jetzt brauche ich nur hier einmal anmachen. Ist er an? Okay. Wieso sieht man nichts? Ah. Und schon läuft die Geschichte. Und ich finde, das mit den Hell-Dunkel habe ich gut gelöst. Denn man sieht tatsächlich, es sind nur einige Fenster beleuchtet und das macht das Ganze authentisch. So wollte ich das haben. Und das Orange, jetzt könnt ihr mich verstehen, warum ich Orange genommen habe. Das sieht wirklich authentisch aus. Teilweise haben die dann einfach die Gardinen zugezogen. Fertig. Ja, ideal. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt ist er wahrscheinlich auf Ton, ne? Ach so. Moment. Nee, ist er nicht. So. Jetzt ist er aus. Ja, gut. Gar nicht lange weiter aufhalten. Wir machen jetzt die Schornsteine. Damit haben wir auch das Ende des 11. Bauabschnitts erreicht. Mit dem Bauschritt 407 sind die Schornsteine dazu gekommen. Jo. 4 Stück an der Zahl. Sitzen jetzt auch. Jetzt kommen wir zu Bauabschnitt 12. Jetzt wird es echt friemelig, denn jetzt gleich kommen hier überall die Seile dran. Die Masten, Ketten, die restliche Beplankung, die fehlt ja noch an den Seiten vorne und hinten. Jetzt wird es echt friemelig. Aber muss gemacht werden. Und natürlich als erstes kommt jetzt gleich die Kuppel. Die muss ja noch da auf den orangen Stein. Und dann, ja, wie gesagt, kommen die ganzen lustigen Sachen. Die Beiboote kommen noch, genau, die Rettungsboote. Und das Ruder mit der Schiffsschraube kommt noch. Richtig. Ja, Anker, alles was halt noch so fehlt. Also weiter geht's.
da haben wir sie fertig, die Titanic von Kobe, die 1916. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Das Bauen hat mega Spaß gemacht, wirklich mega Spaß. Eine Sache, die zum Schluss jetzt noch gewesen ist, ich habe ja nicht nochmal jetzt den 12. Bauabschnitt irgendwie separat erklärt. Das mache ich jetzt hier mit dem Review. Die Takelung. Ich finde die Bänder an sich sehr gut, besser als die von Lego, denn ich weiß nicht, was das genau ist. Das ist so eine klebrige Masse, in die eingelegt sind. Man hat danach total schmierige, klebrige Hände. Die habe ich mir auch mehrfach gewaschen. Weil nach den Schornstein einmal, dann nach der Takelung nochmal, ist wirklich sehr klebrig. Aber hat den Vorteil, wenn man die Knoten fest hat und das wirklich gut dann auf Spannung sitzt, dass man dann wirklich fast bündig abschneiden kann. Der Knoten bleibt. Und wie man sieht, es sitzt hier auch ganz schön auf Spannung. Also ich habe das gut hinbekommen. Hätte ich so nicht gedacht. Es war einfacher, als ich dachte. Klar, es war nicht so einfach. Takelungen festschnüren ist Friemelarbeit. Aber ich habe es tatsächlich mir noch komplizierter vorgestellt, weil ich habe an die Bänder von Lego gedacht. Und das sind hier keine Bänder von Lego. Das sind hier vernünftige. Ja, ich sag mal, bedacht. Ist wirklich bedacht. Ist auf der Seite noch Licht oder ist das jetzt ausgegangen? Nee, ist noch da. Ja, das einmal zu der Takelung im 12. Bauabschnitt. Die Boote haben wir jetzt noch gesetzt und die Kräne haben wir noch dran gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dreht sich hier die ganze Zeit? Ja klar, die Kräne. Wofür die drehenden Scheiben? Ja, dafür. Und gerade ich, ne, die ja, ich sag mal, mega viel über die Titanic weiß, die ganze Zeit habe ich gerätselt, was sind das für drehende Scheiben? Bis ich dann dachte, ja, die ganzen Gepäckkräne, die müssen ja auch noch da dran. Dann macht das Ganze Sinn. Ja, ich finde es mega gut, dass hier alles bedruckt ist, dass auch teilweise Plates bedruckt sind, damit der Farbübergang passt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, es hat echt Spaß gemacht. Und es war jetzt ein bisschen umständlich bei mir, damit ich hier oben Licht bekomme, weil die Kuppel, wie man sieht, leuchtet richtig schön hell, so wie ich es haben wollte. Denn schließlich war die hell beleuchtet, da war ja ein richtig fetter Kronleuchter drin. Nicht nur einer, glaube ich sogar. Und ja, dann halt die Plates an der Stelle, wo ich dann hier quasi den Akku entnehmen kann. Kann ich ja jetzt mit einem Zack hier rausnehmen, aufladen und wieder reinpacken. Und schon habe ich wieder an der einen Stelle, ja, irgendwie hat er an dieser einen Stelle, da muss ich genau passend drücken. Ist auf dem Ständer natürlich, jetzt Ständerwerk jetzt doof. Da ist er. Den muss ich mir merken, den Punkt. Den muss ich dann nochmal andrücken, wenn er aus war. Wenn er aus war, dann geht er beim nächsten Mal nicht wieder an, wenn ich da nicht drücke. Komisch, aber ist so. Stört mich aber nicht weiter, wenn ich es weiß. Es bleibt ja dann an. Ja, sonst bleibt mir da nicht viel zu sagen. Ich bin einfach mega begeistert von dem Set. Es hat super Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Kobe noch irgendwie was ähnliches, traumschiffmäßiges, moderneres rausbringt. Zum Beispiel vielleicht die AIDA. Am besten auch in 300er Scale, weil dann hat man hier so einen Klopper. Also die AIDA ist ja im Vergleich dazu mehr als das Doppelte. Das, ja, die Titanic war damals das Größte, aber die AIDA ist mittlerweile mindestens das Doppelte von der Titanic. Also auf jeden Fall ist sie doppelt so breit, ist viel höher und ich meine auch länger. Ich meine auch wesentlich länger. Da bin ich mir jetzt aber tatsächlich nicht so sicher, weil ich die modernen Schiffe halt nicht kenne. Ich weiß halt bei der vieles, aber bei den modernen, da bin ich raus. Aber ich weiß, dass die doppelt so breit ist, die AIDA. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Doppelt so breit und doppelt so hoch. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich noch beantworten kann, dann schreibt mir die in die Kommentare, dann beantworte ich euch die. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, dann gerne auch einen Daumen runter. Bitte aber dann auch mit Kommentar, warum. Denn dann kann ich stetig mein Angebot verbessern und daran arbeiten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert mich bitte. Ich würde mich sehr freuen. Euch kostet es nicht viel außer einen Klick.
Und nur wenn ihr dann auch wirklich informiert werden wollt, wenn ich was Neues habe, dann könnt ihr zusätzlich noch das Glöckchen anklicken. Wenn ihr mich nur abonniert, dann fällt es euch gar nicht mal großartig auf, weil ja, ich tauche dann in den Benachrichtigungen nirgendwo auf. Nur wenn das Glöckchen aktiviert ist. Ja, das dazu. Ach so, übrig geblieben ist das Ganze. Also wirklich nicht viel. Wobei, Moment, nein, stopp. Das Ganze. Denn die drei Teile sind ja übrig geblieben, weil ich hier hinten umgebaut, nee, hier bei der Kuppel umgebaut habe. Ebenso wie das Ganze übrig geblieben ist. Also das ist einmal innen drin, was für Stabilität sorgen sollte, was ja ausfällt, weil ich die ganzen Lightstacks drin habe. Und dann halt die ganzen Plates, insgesamt 7, 4x6 Plates weiß, die ebenfalls wegfallen, weil ich hier, ja, friemeln musste. Das heißt, da fallen zwei weg, da fallen zwei weg und hier fallen sogar drei weg. Also bleiben 7 Stück über. Nee, hab mich verzählt. 2, 4, 5, 6. Okay, 2, 2, 2. Ja, mein Fehler. Soweit ich weiß, habe ich diesmal gar keinen Outtake gehabt. Naja, gut, brauche ich auch nicht. Ich glaube bei keinem einzigen der Titanic, aber naja, gut. Nee, ich glaube nicht. Wie auch immer. Verabschiedet habe ich mich, mache ich aber gerne nochmal. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Gräfin von Noppenstein sagt Tschüss. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, nochmal kurz zur Erklärung. Also auf dem Soundbrick, das war jetzt der Original, das Originalorchester von James, also Originalsong von ihm. Denn das ist das, was wirklich für die Titanic komponiert wurde. Und daraus wurde dann für Céline Dion das Angebot gemacht, dass sie ein Lied daraus entwerfen soll, noch für den Film. Aber das ist das Original. Und das finde ich einfach genial. Weswegen ich jetzt hier drauf halte, ich wollte euch zeigen, wie man den Soundbreak startet. Man nimmt irgendwas Dünnes, wie jetzt zum Beispiel eine Haarklammer, und geht einfach hier durch das Fenster. Da ist die Taste. Das ist der Soundbreak. Ich denke mal, das habe ich perfekt gelöst. Alles schön versteckt. Der Akku lässt, glaube ich, etwas nach. Es fängt an zu flackern. Oder habe ich es gerade auf Tonmodus? Das kann auch sein. Weil dann richtet sich ja nach dem Ton. Aber nee, ich glaube, das Flackern kommt. Ja, die Batterie geht aus. Ich muss den Akku laden. Ja, gut, dass das gerade noch geklappt hat. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Tschüss!